Wenn bei uns Krieg wäre, wohin würdest du gehen? Ägypten will keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen. Es herrscht sowieso schon Mangel an Wohnung, an Wasser, an Geld. Du solltest dankbar sein, überhaupt einen Platz zu haben. Deine Familie hat überlebt und ihr könnt bleiben, bis der Krieg vorbei ist. Nein, es gibt kein Land, das die dekadenten Menschen aus dem Norden aufnehmen will. Freidenker, die nur den Lebensstil der Rechtgläubigen verderben wollen. Arbeiten können sie auch nicht. Sie können kein Arabisch und sind es nicht gewohnt zuzupacken. Flüchtlinge aus Europa können nichts anderes als in Büros sitzen und Papiere umdrehen. Das braucht man nirgends.